Versteh doch, Sophie. Wenn ich jetzt der Mutter Oberin damit komme, dass wir ein neues Auto wollen, dann ernte ich doch als Antwort nur ein Nein. Und außerdem ist Fahrradfahren viel gesünder und auch ökologischer. Öko schon, aber nicht logischer. Wie sollen wir das denn schaffen ohne gescheites Auto? Und was ist im Winter? Warte mal. Sophie, guck doch mal. Da knutschen zwei. Kommen Sie, ich muss noch mal ins Pfarrhaus. Kommunionunterricht. Hi. Los, schnell. Lebt noch. Herzmassage. Wie? Fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, ich hab das nur mal im Kino gesehen. Er kommt. Hallo. Oh nein, bitte nicht. Wir müssen einen Notarzt rufen. Vielleicht hat er ein Handy. Kennen Sie sich mit sowas aus? Ja, nein! Um Himmels Willen, kein Arzt. Das können wir nicht aufhängen. Na, Sie sind mir einer. Achtung! Hier. Immer sterben dürfen wir in Ruhe. Seien Sie doch nicht so stur. Wenn ich Schwester Barbara wäre, dann wären Sie schon längst unterwegs. Ist doch wahr. Den kenne ich. Das ist der Herr Meier. Kein Problem. Böser. Moment, Schwester. So jetzt ja noch nicht. Der Mann hatte einen Unfall. Herr Diewold. Oh, Entschuldigung. Dr. Richter schon da? Nee. Warum? Sag ihm, wenn er kommt, er soll sofort ins Refektorium gehen. Was ist denn passiert? Ich weiß nur, dass eure Schwester Lotte mit fast 100 Sachen durch eine geschlossene Ortschaft gedüst ist. Mit einem neuen Wagen. Was ist denn mit eurem Auto? Jetzt sagen Sie doch was, Herr Diewold. Also ich muss jetzt wirklich los. Was ist denn das schon? Brauchen Sie doch was aus der Stadtschwester aus? Nein, danke. Herr Diewold, so geht das nicht. Ich muss doch Ihren Angehörigen Bescheid geben. Meine Frau ist sowieso nie zu Hause. Sie ist in München. Shopping. Ach, Schwester, 10 Minuten hätte ich noch gebraucht. Dann wäre sie überstanden gewesen. Warum mussten Sie ausgerechnet in dem Moment kommen? Und in diese gottverlassene Gegend? Vielleicht war die Gegend doch nicht so von Gott verlassen. Lotte, willst du damit sagen, der Mann versucht sie? Felicitas, möchtest du nicht lieber mit Agnes kochen? Nein, eigentlich nicht. Herr Diewold braucht vor allen Dingen Ruhe.
Warum studieren Sie nicht Medizin? Bei dem Patientenanfang wird sich das lohnen. Kommen Sie, er ist im Refektorium. Ist das passiert? Ich war nicht dabei, aber Schwester Sophie hat gesagt, er hat versucht, sich mit Rauchabgasen das Leben zu nehmen. Diebold heißt, er ist Verkaufsleiter im Autohaus Wöller. Das weiß ich auch nicht. Normalerweise ist der Herr Bürgermeister längst da. Ah, Moment, da kommt er. Ich bin nicht da. Tut mir leid, Schwester Oberin. Aber er hat leider Besuch und kann deshalb... Gehen Sie her. Für Sie bin ich natürlich immer zu sprechen, Schwester Oberin. Herr Wöller, wir haben Ihr Angebot geprüft. Sie sind zu anderen Ergebnissen gekommen. Soll das ein Scherz sein? Dann entschuldigen Sie bitte, wenn ich nicht lache. Darf ich bitte ausreden? Bitte? Wir werden versuchen, für das Kloster Kaltental ein neues, tragfähiges Konzept zu entwickeln, inklusive der Wiederherstellung des Status der Gemeinnützigkeit, der uns in absehbarer Zeit ermöglichen wird, nicht nur unseren finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber nachzukommen, sondern auch für die Instandhaltung des Klosters zu sorgen. Na, da bin ich aber gespannt. Im Kindergarten mit Kindersandeln und im Krankenhaus die Bettpfannen lernen, oder was? Ja, das kann ich aber billiger haben. Wäre es möglich, dass Sie einmal für 2 Minuten sachlich bleiben? Herr Böller, ich bin keine Ihrer Wählerinnen. Ihre populistische Propaganda ist an mich verschwendet. Aber geben Sie mir doch Ihre Faxnummer. Dann können Sie die Beurteilung unserer Anwälte selbst lesen. So hoffnungslos ist unsere Lage nämlich nicht, wenn ich von deren Beurteilung ausgehe. Verlabern die Faxnummer. 1741. 1741. 1741. Ja, wollen wir denn jetzt über die Anwälte verhandeln, oder was? Ja, Sie können Gott froh sein, wenn die Gemeinde den unrentablen Kasten netterweise abnimmt. Lesen Sie erst mal, Herr Wöller. Und netterweise abnehmen, schlagen Sie sich besser gleich aus dem Kopf. Wenn überhaupt, verkaufen wir Ihnen das Objekt netterweise. Guten Tag. So, Herr Diebold, mehr kann ich im Augenblick leider nicht für Sie tun. Ruhen Sie sich erstmal aus, versuchen ein bisschen zu schlafen, dann wird das schon. Schwester Lotte, kann ich Sie mal kurz sprechen? Ich schaue heute Abend noch mal vorbei, ja? Wiederschauen. Ich nehme an, Sie wissen, dass ich eigentlich verpflichtet bin, das zu melden. Ich weiß, und das dürfen Sie auch, aber geben Sie doch bitte mir eine Chance. Wenn so ein Mensch erstmal in die Mühlen staatlicher Psychiatrie gerät, dann ist er weg. Ich lasse ihn schon nicht aus den Augen, das verspreche ich Ihnen. Ja, trotzdem möchte ich Sie bitten, dass Sie ihm die Tabletten geben. Bis er aus dem Gröbsten raus ist wenigstens. Pillen sind keine Lösung, meiner Erfahrung nach. Kerzen entzünden auch nicht. Meiner Erfahrung nach. Bitte schon. Genau dieses Bild habe ich zu meiner Erstkommunion bekommen. Wie? Von meinem Pfarrer. Ich war noch keine 13, aber ich war in die Frau verliebt. Dann habe ich ein Leben lang so eine gesucht. Und nie gefunden. Ich geb's auf. Ich fürchte, da ist ein Austauschmotor fällig. Öl verliert er auch. Was mich im Moment eigentlich viel mehr interessiert, ist, was Sie von Diebold wissen. Diebold ist der Starverkäufer vom Autohaus Wöller und verdient sich eine goldene Nase. Bei Wöller? Der Mann kann einem Blinden einen Fernseher verkaufen. Kinder? Locker. Anders wo, bitte melden. Was schon? Anton Zogmeier? Komm sofort auf die Wache. Ja, jetzt, ich wollte gerade Feierabend machen. Wir haben hier ein Problem. Na schön, um was geht's? Das erkläre ich dir hier. Komm sofort her. Kannst du ein bisschen mehr machen? Wir haben heute einen Gast zum Essen. Etwa diesen Mann? Herr Diebold bleibt vorläufig bei uns. Es verstößt gegen die Regel, dass ein Mann im Kloster wohnt, Lotte. Herr Diebold ist ein Mensch in erster Linie, so wie du und ich. Und er braucht Hilfe. Was gibt's eigentlich zum Essen? Gemüseeintopf. So ohne alles? Kein Fleisch? Wir hatten Huhn gestern. Das bisschen Frikassee. Der Mann braucht was Ordentliches zu essen. Essen hält Leib und Seele zusammen. Ruf Sophie im Pfarrhaus an. Sie soll auf dem Heimweg 1 Kilo Lamm mitbringen oder Hammel. Also da muss ich erst Schwester Felicitas fragen. Ich kläre das mit Felicitas. Wo ist denn die eigentlich? Im Keller. Kartoffeln holen.
Also wirklich, Lotte, ein Mann im Kloster, das haben wir Ruf hier noch nie. Ruf doch bitte Sophie an. Von dem ich dir erzählt habe. Die Ballons sind noch von früher. Reine Medizin, das Einzige, was mir hilft für die Nerven. Medizin? Das ist ja hochprozentiger Stoff. Meinst du? Der muss ja uralt sein. Jahrgang 1944. Felicitas! Das ist unsere Rettung. Weißt du, was das wert ist? Über 50 Jahre alter Alkohol. Das sind ja hunderte von Litern. Du willst sie verkaufen, Lotte? Damit können wir alle unsere Rechnungen bezahlen. Und die kommenden Reparaturen. Das habe immer noch ich zu bestimmen. Sag mal, weiß die Mutter Oberin eigentlich von deinem Hobby hier unten? Na gut. Dann will ich auch nichts gesehen haben. Ja, und unterrichte doch bitte Agnes davon, dass Herr Diebold so lange bei uns bleibt, bis er sich wieder gefangen hat. Wie bitte? Und dass es heute Lamm zum Abendessen gibt. Ein Mann im Kloster? Lotte! Falls du um deine Keuschheit Sorgen haben solltest, kann ich dich beruhigen. Herr Diebold hat ganz andere Sorgen. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, was Sie mich können, Herr Böller? Sie können mich am... Ah, Schwester Lotte! Wie geht's? Tja, ich weiß zwar nicht, was mir der Doktor gespritzt hat, aber es wirkt. So gut habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Das ist ja wunderbar. Ja. Barbara, richte bitte Herrn Diebold ein Zimmer her. Wie, Zimmer? Im Kloster? Ich musste doch der Richter versprechen, ein Auge auf Sie zu haben, damit Sie nicht noch mehr Dummheiten machen. Na ja. Na gut, bis in den Himmel habe ich es ja nicht geschafft, nicht? Aber immerhin, Kloster ist ja auch schon was. Freuen Sie sich nicht zu früh. Ora et labora. Oh. Bete und arbeite. Ein Mann im Haus, das müssen wir ausnützen. Also, Sie haben Ihren ehemaligen Chef Wöller... Den Krempel hingeschmissen. Und das nach über 15 Jahren. Aha. Und nach dieser Heldentat fahren Sie ins nächstbeste Gebüsch und wollen sich umbringen. Ja, dass ich mein Job los bin, das ist ja nur die eine Sache. Ihre Frau? Ja, meine Frau. Nein. Nein, eigentlich bin ja ich schuld. Ich bin pleite, Schwester, ich bin ruiniert. Die Raten, die Kreditkosten. Und meine Frau denkt, ich bin Millionär. Ich verstehe nicht. Ich habe sie auf Händen getragen. Das Haus, ihr Schmuck, das Boot am Starnberger See, die Klamotten, alle paar Tage was Neues, Abendessen in diversen Nobelrestaurants. Und Ihre Frau weiß nicht, dass Sie sich das alles nicht leisten können? Nein. Das konnte ich ihr nicht antun. Das ist mit einem Versager. Wie kann ich Ihre Frau erreichen? Oder wollen Sie sie anrufen? Nein. Die Nummer bitte? Nein, bitte nicht, Schwester. Aber sagen Sie bitte nicht, dass ich... Nein, nein, Sie sind auf Exerzitien im Kloster. Sie gehen jetzt auf Ihr Zimmer und wir sehen uns nachher zum Abendessen. Wiedersehen, schöne Frau. Hier,
alles vollgeschmiert, ja? Die ganze Reihe. Schauen Sie sich das an. Und hier. Hier, ich sehe aus wie ein Kindermörder. Sowas lässt sich nicht verhindern, Herr Bürgermeister. Ja, was ist denn das für eine Einstellung? Ich denke, Sie sind Ordnungshüter. Ja, dann sorgen Sie gefälligst für Ordnung. Das habe ich auch Ihrem Chef gesagt. Na bitte, wenn Sie mir so kommen, Ihr TÜV ist abgelaufen. Was? Und das schon 2 Monate. Das ist doch... Ordnung muss sein. Normalerweise wären jetzt 50 Mark fällig. Aber schwamm drüber. Sie gehen schon? Ja, wir müssen den Brief an die Oberen noch rauskriegen. Ich muss nach Hause, Herr Wöller. Wenigstens einmal in der Woche. Mein Mann denkt schon, Gott weiß was. Was? Ja, muss ich denn alles alleine machen? In die Firma muss ich auch noch. Ach so, die Frau Diepold sollen Sie zurückrufen. Ihr Mann ist verschollen. Verschollen ist gut, den habe ich gefeuert. Was? Ihren Herrn Diepold? Der Kuck geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Da kriegen Sie auch 3 Jahre Garantie drauf. Herr Wöller? Frau Diebold. Was höre ich da? Sie haben meinen Mann entlassen? Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Glauben Sie mir, diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber leider... Aber warum denn? Ich dachte, er war Ihr bester Verkäufer. Es gab Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung der Provision. Ach. Sie können froh sein, dass ich ihn nicht angezeigt habe wegen Betrug. Philipp? Ein Betrüger? Ja. Man sollte meinen, er hat mehr als genug bei mir verdient. Aber manche Leute können den Hals nicht vollkriegen. So, und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich werde erwartet. Moment! Eigentlich müsste ich Sie bitten, den Wagen gleich hier zu lassen. Der Wagen? Ist ein Vorführwagen, den ich freundlicherweise Ihrem Mann als Zweitwagen überlassen habe. Ich kann Ihnen gerne ein Taxi rufen. Dann eben nicht. Guten Tag, Sie sind Frau Diebold? Ja, warum? Entschuldigen Sie, dass ich Sie so überfalle, aber Sie waren telefonisch nicht erreichbar. Ich bin Schwester Lotte. Um was geht es? Ihr Mann, wie soll ich sagen, wir haben ihn in einem ziemlich verzweifelten Zustand gefunden. Er ist bei uns im Kloster. Moment mal. Mein Mann ist in einem Kloster... Und soll auf ärztliches Anraten so lange bei uns bleiben, bis sein Zustand sich gebessert hat. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Ihr Mann hat gekündigt beim Autohaus Wöller. Gekündigt? Er ist entlassen worden. Wegen Provisionsschwindeleien. Von wem haben Sie das? Von Herrn Wöller. Ich muss dringend mit meinem Mann sprechen. Sind Sie mit dem Auto da? Meines hat Wöller gleich kassiert. Nein, mit dem Fahrrad. Frau Diebold. Ihr Mann befindet sich in einer ziemlich schrecklichen Lage. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist. Darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Können Sie sich vorstellen, wie mir zumute ist? Nun gut. Dann muss ich halt mit der Wahrheit herausrücken. Frau Diebold, Ihr Mann hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie bitte? Er hat sich offenbar völlig übernommen. Finanziell. Ihnen zuliebe.
und hat sich nicht getraut, es ihnen zu gestehen. Frau Diebold! Ach, dieser Versager! Es gibt Schlimmeres als Geldsorgen, Frau Diebold. So etwas kann man in den Griff kriegen, wenn man sich nur ein bisschen einschränkt. Lass Sie nicht sagen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Das war doch alles etwas viel. Auf einmal. Frau... Herr Diebold? Möchten Sie zum Essen runterkommen? Es gibt Gemüseeintopf mit Lamm. Nee? Was? Ach, kommen Sie. Hat sich meine Frau gemeldet? Nee, noch nicht. Aber keine Angst. Schwester Lotte wird sie schon finden. Und jetzt essen Sie erstmal was. Ich habe nur gesagt, dass seit Schwester Lotte bei uns ist, die Andacht am Abend immer häufiger verschoben wird oder ganz ausfällt. Dafür kann sie doch nichts. Mit Beten allein ist es auch nicht getan. Wir fangen jetzt jedenfalls an. Das Gemüse ist sowieso schon vollkommen verkocht. Darf ich vorstellen? Schwester Sophie kennen Sie ja schon. Hallo, Herr Diebold. Sie sehen ja schon viel besser aus. Und unsere Schwester Felicitas. Grüß Gott. Gelobt sei Jesus Christus. Und unsere liebe Schwester Agnes, die extra zu ihren Ehren ein Lamm geschlachtet hat. So Barbara wirklich. Naja, eigentlich habe ich ja gar keinen Appetit. Na prima. In dem Fall können Sie ja die Lesung übernehmen. Aber heute bist du dran, Sophie. Wenn er keinen Hunger hat. Herr Diebold, unsere Ordensregel schreibt vor, dass wir unsere Mahlzeiten schweigend einnehmen und unsere Gedanken auf die jeweilige Lesung konzentrieren. Ja, wie Sie meinen. Das hier? Bitte. Ich mag nicht mehr, ich will nicht ewig leben. Lass ab von mir. Guten Abend. Entschuldigen Sie die Störung, ich wollte nur noch mal kurz nach Herrn Diebold schauen. Na, wie ich sehe, sind Ihre Lebensgeister wieder erwacht? Ja, doch, ich glaube schon. Appetit? Nein. Ja, das liegt an der Spritze, die ich Ihnen gegeben habe. Und sonst Schwindelgefühl? Nein. Gut. Das war's dann auch schon. Ich komme am Montag noch mal vorbei. Wollen Sie nicht zum Essen bleiben? Ja, ja, sonst liebend gern, aber ich habe eine Verabredung in München. Ja, riecht aber wirklich verlockend. Tja, dann guten Appetit. Ich bringe Sie noch zum Wagen. Bis Montag dann. Ja, bis Montag. Was ist der Mensch, dass du groß ihn achtest und deinen Sinn auf ihn richtest? Dass du ihn musterst jeden Morgen und jeden Augenblick ihn prüfst? Wie lange schon schaust du nicht weg von mir? Lässt mich nicht los, sodass ich den Speichel schlucke? Hier steht auch meine Handynummer drauf, falls was sein sollte. Was soll denn sein? Weiß nicht. Mhm. Was halten Sie davon, wenn ich gleich morgen früh bei Ihnen vorbeikomme? Nee, das geht nicht. Da habe ich Sitzung vom Parteivorstand. Muss ich hin? Ich rufe Sie morgen an, ja? Gut, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, auf Wiedersehen. Ist es denn zu fassen? Lässt sich dieses Rindvieh, diesen Riesenauftrag durch die Lappen gehen? 18 Taxis. Erwarten Sie von mir kein Mitleid, Herr Wöller. Also, wenn Sie mir wieder Scherereien machen wollen, wegen Ihrem verdammten Kloster, dann können Sie gleich wieder gehen. Ich habe nämlich andere Sorgen. Störe ich? Warum fragen Sie? Sie tun doch sowieso, was Sie wollen. Meistens, ja. Könnte es sein, dass Sie Ihren Starverkäufer vermissen? Ach, daher weht der Wind. Ich komme von Frau Diebold.
Sie haben ihr gegenüber behauptet, dass Sie Ihren Mann entlassen haben wegen irgendwelcher Provisionen. Ja, Provision ist vornehm ausgedrückt. Schmiergelder ist der zutreffende Ausdruck, ja? Und das in meinem Haus, unter meiner Nase. Der Mann hat finanzielle Probleme, Herr Böller. Er glaubt, seiner Gattin den Krösus vorspielen zu müssen, weil sie aus besseren Kreisen kommt. Zu teures Haus, ach, zu teure Möbel. Ach, hören Sie auf, mir kommen die Tränen. Hier handelt es sich um Betrug. Schmiergelder. Ausgerechnet Sie werfen ihm das vor. Als hätten Sie sich niemals gefällig gezeigt, gegen gewisse Honorierung. Vorsicht, ja? Ich bin nur eine Ordensfrau, aber ich kann lesen. Zum Beispiel Zeitung. Und ich habe Augen im Kopf. Oder wollen Sie etwa behaupten, dass Sie Ihre schmucke Villa in bester Lage aus eigenen Mitteln finanziert haben? Also jetzt reicht's, Frau, Schwester. Dieser Diebold hat allein in den letzten Jahren über 100.000 an mir vorbeijongliert. Und wenn einer in dieser Firma die Hand aufhält, dann bin ich das. Und nicht irgendein dahergelaufener Verkaufsleiter. Ist das Ihr letztes Wort? Herr Diebold ist entlassen? Genau. Und wenn Sie so nett sind, die Tür hinter sich zumachen, ja? Ja, Böller? Herr Direktor, ja. Na, wie gefällt Ihre Frau Ihr neuer Flitzer? Wieso Aubergine Metallic? Sie hat noch Malve bestellt, soviel ich weiß. Richtig? Ja, da muss beim Stab ein Fehler passiert sein, ja. Natürlich nicht, kein Problem, theoretisch. Nur unter 3 Monaten Lieferfrist ist da nichts zu machen. Und Ihre Frau wollte doch so gerne nach Nizza. Ja. Ich werde mich drum kümmern. Melde mich wieder bei Ihnen. Wiederhören, Herr Direktor. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ich habe Ihnen was mitgebracht, Herr Diebold. Rasiersachen und frische Wäsche. Ist jemand bei meiner Frau? Und bei Ihrem Chef. Keine Sorge, ich habe ihm nichts gesagt von Ihrem Selbstmordversuch. Aber Ihre Frau musste ich wohl der übelreinen Wein einschenken. Sie haben mich angelogen. Herr Böller hat Sie gefeuert. Böller hat herausgekriegt, dass ich die Rabatte von dem Großauftrag mit dem Kunden geteilt habe. Mein Gott, das macht er selber ständig. Wie dem auch sei, er stellt sich stur. Ich fürchte, da ist nicht viel zu machen. Sie sind arbeitslos. Wie hat es meine Frau aufgenommen? Ich würde sagen, sie ist aus allen Wolken gefallen. Ich verstehe Sie nicht, Herr Diebold. Wie können Sie Ihre Frau jahrelang in diesem Wolkenkuckucksheim leben lassen? Ich meine, eine Ehe ist so dafür da, dass man in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhält, oder? Da rutscht man so rein. Karin kommt aus einer ziemlich wohlhabenden Familie. Ihr Vater sitzt im Aufsichtsrat von zig Firmen. Und ihre erste Ehe ist genau daran gescheitert. Dass der Mann ein Versager war. Ich denke, Sie gehen jetzt schlafen. Morgen sieht die Welt ganz anders aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Andacht ist vorbei. Hast du jetzt eine Privataudienz bei Gott? Wo ist Barbara? Noch in der Kapelle. Ich habe für Sie was von dem Eintopf aufgehoben. Danke. Muss nur noch aufgewärmt werden.
Manchmal antwortet der liebe Gott auf unsere Fragen nicht, weil er möchte, dass wir selbst darauf kommen. Du kannst natürlich auch mich fragen, aber ich weiß nicht, ob ich auf alles eine Antwort habe. Und manchmal reicht es ja einfach auch, wenn man seine Gefühle und Gedanken mitteilen kann. Danke. Aber ich weiß ja selbst nicht, was ich fragen soll. Was machen wir denn jetzt? Wenn das stimmt, was Sophie angedeutet hat, dann steht das Mädel vor einer harten Probe. Mir hast du es ja damals leicht gemacht. Hast sie mir einfach weggenommen, meine große Liebe. Was hast du eigentlich mit Diebold vor? Um ein Haar wäre er ja bei dir gelandet. Und jetzt habe ich ihn an der Backe. Irgendwas wirst du dir schon dabei gedacht haben. Naja, uns wird schon was einfallen. So. Und jetzt gute Nacht. Ich bin todmüde. Hast du gegenüber Schwester Lotte irgendwelche Anmerkungen gemacht, was Martin angeht? Warum? Hast du? Nein. Hat sie was gesagt? Nee. Nur einfach irgendwie das Gefühl, dass sie mich beobachtet. Naja, so wie du verlegen wirst, immer wenn er hier auftaucht, ist es kein Kunststück drauf zu kommen, dass du in ihn verknallt bist. Ich werde Schwester Lotte bitten, mich versetzen zu lassen. Irgendwohin. Nach Hamburg oder Köln oder so. Barbara, davonrennen bringt doch nichts. Dr. Richter wird nicht der letzte Mann sein, der sich für dich interessiert. Und nicht der letzte, den du toll findest. Das ist normal. Und auch nicht schlimm. Und vor allem, es vergeht. Ach, Sophie. Und was ist mit mir? Ich brauch dich doch. Ohne dich schaffe ich das hier nie. Du darfst nicht weg. Er hat mir sogar seine Privatnummer gegeben. Von seinem Handy. Schluss damit. Kloster auf Kollisionskurs mit Rathaus. Na, bravo.
darf doch nicht wahr sein. Sagen Sie, welche Knalltüte hat denn die Anzeigen freigegeben? Na, die ganzseitige mit der neuen Modellpalette. Ja, warum? Weil der Name falsch geschrieben ist. Oder kennen Sie ein Autohaus Möller? Ja, Möller. Ja, dann geben Sie mir mal. Was heißt nicht da? Es ist 10:50, rufen Sie ihn an. Wenn er in 5 Minuten nicht da ist, kann er sich als entlassen betrachten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder wie war das gleich nochmal? Herr Diebold, kommen Sie mal runter. Moment, bin gleich fertig. Schon fertig? Tja, gewusst wie. Ich habe etwas für Sie, das wird Ihre Stimmung enorm aufhellen. Autohaus Möller? Ist ja nicht zu fassen. War das auch Ihr Job, die Werbung? Na ja, klar. Ich habe ja fast alles gemacht. In dem Laden. Der Möller ist ja selten da. Er wird sich sicherlich bald ärgern, dass er sich ins eigene Fleisch geschnitten hat mit Ihrer Entlassung. Der Möller ist ein sturer Buck. Er ist leicht zu durchschauen. Und er wird kommen, Herr Diebold. Und dann kommt Ihre Stunde. Und Sie werden ihn erst mal abblitzen lassen. Und dann werden Sie die Karten neu verteilen. Und bis dahin können Sie sich mal meinen Wagen anschauen. Der Herr Meier meint nämlich, wir brauchen einen neuen Motor. Sie halten mich ja ganz schön auf Trab. Nur solange Sie mit Ihrem Leben nichts anzufangen wissen, fällt mir eine ganze Menge für Sie ein. Nix Ora, nur Labora. Nun kommen Sie mir doch nicht so. Ja, Sie verdienen sich dumm und dämlich an meinen Anzeigen. Seien Sie froh, dass ich Ihnen nicht mit einer Schadensersatzklage. Als ob ich darauf angewiesen wäre. Ich verkaufe jeden Monat mehr Autos, als Sie mit Ihrem Käsebrei im ganzen Jahr umsetzen. Ja, dann kaufen Sie Auto eben in München. Nur den Service dürfen Sie dann auch dort machen. War's das dann? Ja. Aber falls Sie noch mal der Versuchung erliegen sollten, fremdes Eigentum zu beschädigen, werden Sie zu unangenehmeren Mitteln greifen müssen. Hallo, Karin. Hübsch hast du es hier. Und wie ich sehe, auch einen neuen Job. Für Gottes Lohn nehme ich an. Karin. Ich fahre nach München zu meinen Eltern. Hier sind die Schlüssel. Ich möchte nicht so lange warten, bis sie uns aus dem Haus werfen. Verstehe. Tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe. Nicht mal dich umzubringen. Dann hätte ich jetzt wenigstens das Geld von der Versicherung. Ich hoffe, Sie kriegen das alles unter in Ihrem Taxi. Das wird schon gehen. Ja, Diebold? Frau Diebold, hier Schwester Lotte vom Kloster Kaltental. Ihr Mann ist gerade von uns weggefahren. Wenn er sich bei Ihnen melden sollte, dann rufen Sie mich bitte an. Ich fürchte, das wird nicht nötig sein. Ich glaube kaum, dass er sich ausgerechnet bei mir einfinden wird, nachdem ich ihm meine Meinung gesagt habe. Sie haben mit ihm gesprochen? Ich habe ihm gesagt, was ich von ihm halte, ja. Und jetzt muss ich gehen. Mein Taxi wartet. Oh mein Gott.
Das kannst du nicht mit mir machen. Ehrlich. Nicht nach all dem, was ich für diesen Mann getan habe. Ist ja möglich, dass du andere Pläne hast. Aber doch nicht wirklich, dass er sich umbringt. Habe ich einen Fehler gemacht? Dann sag's mir. Ich bin nicht allwissend. Aber du. Zumindest steht's so in deiner Biografie. Ich bin am Ende. Jetzt bist du dran. Nichts. Was machen wir denn jetzt? Du bist die Rangälteste. Also lass dir was einfallen. Und ich war von Anfang an dagegen. Ich fahre jetzt zur Polizei. Noch länger abwarten kann ich nicht verantworten. Einen wunderschönen guten Abend, Schwester Lotte. Ich nehme an, Sie sind gekommen, um Herrn Diebold ein Angebot zu machen. Unter anderem ja. Wo finde ich ihn? Sie kommen wahrscheinlich zu spät. Was? Zu spät? Ich fürchte, Herr Wöller, Sie haben ein Menschenleben auf dem Gewissen. Ja, sehr witzig. Ich habe auch was für Sie. Nur ist das nicht zum Lachen. Ich habe eine Ihrer Jungnonnen in Flagrante erwischt, wie sie meine Wahlplakate verhunzt hat. Was? Ja, gell, da schauen Sie. Wenn ich nicht so ein netter Mensch wäre, hätte ich daraus eine Staatsaktion machen können. Wie rührend. Und jetzt wollen Sie mich damit erpressen. Was soll ich denn machen? Ihnen die Füße küssen? Oder alles hinschmeißen? Oder Ihnen das Kloster schenken? Schwester, ist Ihnen nicht gut? Nein! Jetzt geht's mir schon viel besser. Wie können Sie mir das antun, Herr Diebold? Es tut mir aufrichtig leid, Schwester. Ehrlich, ich weiß auch nicht, was über mich gekommen ist. Da sind Sie, Herr Diebold. Ah, Tag, Herr Möller. Kein Salz in offene Wunden streuen, Diebold. Wir haben beide Fehler gemacht. Sie, weil Sie gedacht haben, Sie könnten mich einseifen. Und ich, weil ich dachte, der Laden läuft auch ohne Sie. Aber Schwamm drüber, vergessen wir das Ganze. Einverstanden. Tja, was meinst du? Soll ich? Herr Diebold, was soll das? Diese Frau hat mir das Leben gerettet. Aber ich muss dir was versprechen, dass ich nie wieder in dieselbe Scheiße gerate wie vorher. Scheiße? Muss mich doch sehr wundern. Nicht so wörtlich, aber inhaltlich schon. Jedenfalls danke ich Ihnen für das Angebot. Aber falls ich in Erwägung ziehen soll, wieder bei Ihnen einzusteigen,
müssten Sie sich finanziell natürlich schon ein bisschen was einfallen lassen. Hm? Diebold? Na, das ist doch ein Wort. Immerhin macht er schon Ihre Werbung. Und die Marketingaktionen. Und die Incentive-Programme. Sehr gut, ist ja gut. Aber Sie kriege ich auch noch, Schwester. Und Ihren ganzen Laden hier auch, ja? Und wenn es das Letzte ist, was ich hier tue. Diebold, morgen früh brauche ich im Büro. Mit Vergnügen.